Damit wieder recht herzlich willkommen hier bei Attack on Titan mit mir dem Oromis und wir machen direkt weiter mit Mission 3 von 3. Bereit, kein Rückzug. Rückzug gibt's bei mir nicht. Fangen wir mal da drüben an. Wir sind wieder vor der Mauer. Warum hier drüben? Weil hier, wenn ich jetzt richtig sehe, Mina ist das, nicht Mikasa. Gott. Und da drüben war es noch Armin. Macht jetzt auch Kai. Mina. Doch, Mina ist gerettet. Ich dachte schon. Knack. Armin. Und knack. Jo, wieder Multikill. Man bringt keine Leute von meinem Team um. So, erstmal die Buddel nachladen. Und dann geht's ab zum nächsten Kameraden. Ich überlege, ob ich an der Buddel da drüben noch mal einen Halt mache. Werde ich auch tun. Wobei, wir werden uns nicht die Buddel nehmen, wir werden uns Klinge tauschen. Einmal bitte rüberreichen. Und einmal bitte rüberreichen. Ich danke. Dann sind wir nämlich wieder voll mit Material. Da. Und können wieder auf Jagd gehen. Hast du gerade einen umgebracht? Du hast doch gerade einen umgebracht. Das habe ich doch genau gesehen. Das mag ich ja mal überhaupt nicht. So. Haben wir dich dafür umgelegt. Wenn ich bei so einem Kämpfen mal ein bisschen leiser wäre, dann liegt das halt daran, dass ich mich versuche zu konzentrieren. Weil für mich als Gamepad-Legastheniker ist das teilweise echt nicht leicht. Erwischt. Dann immer mehr, ja. Okay.
So, er erwischt. Oh, ist hier klein da hinten. Ah, ein kleiner ist es nicht, hier ist ein großer. Na komm, dann machen wir es auf die Weise. Ja, wir haben ihn gut erwischt, er war abgelenkt. Buddeltausch. Und dann befreien wir mal sie. So, erwischt. Zick, zack, zoink. Sehr schön. Tauschen wir die Klinge aus. Oh, jetzt ist gleich mal eine ganze Ladungstitan erschienen. Es könnte dann von mir was töten oder ich mach's. Sauber. Ein Schnitt hier. Wir haben wieder so ein graues Signal. Ich vermute, das sind sowas wie Bonus-Signale. Erwischt. Zwar nicht wirklich mit Glanz und Gloria, aber erwischt. So, dann würde ich sagen, geht's die letzten Titanjagen BZW zum Missionsziel. Ich gerade tatsächlich von der Wand in den Boden gelaufen. Anstatt unten durchzuschwingen, naja, wir wollen uns ja nicht beschweren. Und knack. Erledigt. Und da kommt auch schon der Special Titan. Peace Bruder. Knack.
Erwischt. Oh, die Haare, die blonden Haare, komplett rot, das ganze Gesicht blutüberströmt. Ja, wieder mal auf S, sehr schön, da bin ich zufrieden. Die EP-Technik komme ich natürlich jetzt nicht mehr so schnell voran, aber ich sag mal, das ist jetzt auch nicht der Grund, warum. Erfolg! Schauen wir mal, was wir so Neues haben. Ja, genau, wir hatten ja eine neue Entwicklung gekriegt. Eine ganze Menge sogar. Rapier. Ein Degen im Endeffekt. Ein Jagdmesser in lila. Also nett vom Design her, muss ich sagen, aber nicht. Königstiger Zero, naja. Verstärkte Klinge, Klinge der dritten Generation, die ist natürlich nochmal einen ganzen Ticken stärker, aber auch teurer. Von dem Material her wäre eben noch, das wäre noch interessant, die Klinge der dritten Generation. Zweite und dann die dritte. Momentan habe ich ja verstärkte Klinge, wenn mir alles täuscht, drinne. Jo, das ist ja die dritte Generation, gefällt mir. Flügel. What the hell? Was zur Hölle hat das Ding da dran? Das ist immer minimal übertrieben. Also minimal. Was mich reizt, ist natürlich das hier. Scheine der dritten Generation. Hat schöne Werte. Ein Symbol. Also sieht auf jeden Fall nett aus. Verdammt nett sogar. Ich glaube sogar, die würde ich mir nur baldesgehend bauen. Weil sie gefällt mir einfach vom Design her. Sieht edel aus. Und ich mag edles Design. Ja, da bin ich ein bisschen eigen. Ich weiß, aber hey. Das kann man sein, wenn man die ganze Zeit wehrlose Titan abschlachtet. So, erstmal das jetzt verbessern. Und das kann ich leider nicht abgreifen. Eisenbambus. Ah, vielleicht gibt den gerade zu kaufen. Prototyp. Nein. Ja, wir werden jetzt noch die Gespräche hier machen und dann machen wir frei. Mal schauen. Je nachdem, was die Zeit sagt. Ja gut, das sollte man auch als Soldat, aber naja, jetzt mal das so leicht propagandistisch, muss ich sagen, aber naja. Ja gut, das ist verständlich. Man muss sagen, meine Ausrüstung gefällt mir auch so eigentlich und schon alles in diesem Kupferstil. Ach, ich gucke mir einfach gerne an. Ich weiß, es ist Eitelkeit.
Gott, das ist aber jetzt wirklich ein kleines Mädchen. Wir nehmen auch alles in den Krieg mit auf. Und das erste, was sie macht, ist mir anstören. Also wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier der Papa von den ganzen oder was? Gott sei Dank sind wir nicht bei den Belgiern. Ich habe ja das mit dem Titanier, das habe ich noch nicht ganz begriffen, wie das hier genau funktioniert. Nur die Ehrentitanen, die anderen habe ich irgendwie nicht. Platzieren wir mal. Ah! Toll, jetzt können wir uns Deko-Titan holen. Naja, ob das jetzt so der Knackpunkt Ultima ist, wollen wir jetzt noch nicht laut sagen. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann schon wieder mit Attack on Titan mit dem Oromis. Tschüss, bis zum nächsten Mal.